Good day to you. Er grunzt deine Begrüßung entgegen. Immer noch auf den Beinen, was? Was weißt du über Fürst Harons Tochter? Er legt die Stirn im Fall und zuckt mit den Achseln. Euer Hochwohlgeboren sagte, dass sie gestern verschwunden ist. Er wischt Bierseil mit seinem zerfetzten Handtuch ab und dreht sich mit schnellen, ruckartigen Bewegungen. Mehr ist das, weiß ich nicht. Was diese Fürstenmeise ihre Angelegenheiten erledigt, geht mich nichts an. Du siehst verärgert aus. Irgendwas an dieser Sache fühlt sich für dich falsch an, oder? Er donnert das saubere Bierseil auf den Tresen. Verdammt nochmal, und wie? Dieser Fürst stellt hier rein, als ob er etwas Besseres als wir wären, aber trotzdem. Er schüttelt den Kopf. Schau mal, ich will keine Schwierigkeit mit dir, mit ihm oder mit sonst irgendjemandem. Ich warte nur darauf, dass er mein Ehl überdrüssig wird und aufbricht, damit das alles hier wieder so wie vorher wird. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ein unschuldiges Mädchen zur Sahne kommt. Hilf mir, sie zu finden. So viel zu deinem Gerede von Anstand. Wenn du etwas weißt, aber nichts sagst, bist du genauso schuldig. Dengler, ich bin für meine Rechenschaften half bekannt. Ich schwöre, die Situation wieder in Ordnung zu bringen. Er lehnt sich auf den Tresen und seufzt. Dieses Mädchen Alice, sie wollte verschwinden. Du hättest sie sehen sollen. Wie ein Schaf im Schlachthaus hat sie die Tür angeklotzt. Nichtsdestotrotz hat sie kaum mit jemandem gesprochen. Die einzige, mit dem sie gesprochen hatte, war Tirgil. Er nickt in Richtung des Ostfensters. Seinen Laden kannst du bei dem eingestürzten Turm finden. Der Kerl ist recht cholerisch. Ich würde dir raten, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Wie ich schon sagte, es zahlt sich nicht aus, in den Angelegenheiten anderer Leute herumzuwühlen. Ich verstehe, Dengler. Ich möchte noch über was anderes reden. Ja, ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, hier rasten wir im Jungdrachenlager, so. Also da Fürst Harond nicht hier unten ist. Fürst Harond ruht im Obergeschoss. Gut. Nehmen wir ihn uns da oben zur Brust. Das wird dann wohl das Zimmer sein. What are you doing up here? Unless, have you news of my daughter? I've got to get her out of this wretched village. Der Elf läuft in einer Ecke des Raumes auf und ab und keilt am Daumen seines edelsten Seidenhandschuhs. Was machst du hier? Was hast du hier oben verloren? Es sei denn, hast du Neuigkeiten von meiner Tochter? Ich muss sie aus diesem armseligen Dorf fortbringen. Er läuft weiter auf und ab. Ich habe Alice gefunden. My daughter? Is she safe? Er blinzelt und legt über seine trockenen Lippen. Meine Tochter, ist sie in Sicherheit? Ich habe sie gehen lassen. It can't be. She's... What happened? Sein Gesicht ist kreidebleich, das kann nicht sein, sie ist. Er schaut wieder zu dir zurück, seine Augen sind plötzlich voller Angst. Was ist passiert? Sie wissen ganz genau, was ich entdeckt habe. Ich sollte sie dafür töten, was sie getan haben. Sie ist außerhalb ihrer Reichweite und das ist alles, was zählt. Ich werde allen erzählen, was für ein Monster sie sind. Zum Reden bin ich nicht hergekommen. Zahlen sie und dann packen sie sich fort. Sie ist außerhalb ihrer Reichweite. I don't know what you're referring to, but I've heard enough already. Seine Körperhaltung versteift sich. Ich weiß nicht, auf was du dich da beziehst, aber ich habe schon genug gehört. Take this and let's put this unpleasantness behind us. Er wirft dir einen Münzball in die Hand. Da, auf das dieses Geld das Ende der Unannehmlichkeiten zwischen uns besiegelt. Gehen Sie, nicht so schnell. Wenn ich auf das Vergnügen, ein Messer in deinen Wanz vergraben, verzichten soll, dann erwarte ich eine bessere Entschädigung. Gehen Sie. Ich würde gerne Quicksave machen. Nehme ich das mit der Karawane. Very well. Now, I really must get back on the road. Nun gut, er seufzt angegen und lässt noch mehr Münzen in deine Hände fallen. Er sieht sie hier das Schenk um. So, jetzt muss ich aber wirklich weiterreisen. Vermächtnis des Blutes. Diplomatisch 3 hat es gebracht. Oh, damit kann ich zufrieden sein. Ruf mit Trutzbucht hat sich dadurch aber verschlechtert. Hm.
Wobei mir das gerade egal ist, dieser Fürst hätte was Besseres verdient. Eine richtige Abreibung. Ah ja, wenn ich meinen Ruf in Trutzbucht verbessern möchte, habe ich immer noch die Möglichkeit, das über Fürst Redrick zu machen. Aber jetzt ist es erstmal an der Zeit, weiterzuziehen nach Kliaban-Rilak. Oder Kupferpfand für den Zahltag. Okay. Wie sieht der Bau aus? Ein Tag, 9 Stunden noch. So. Keep an eye on. Kliaban-Rilak. This is the place. My big brother's last battle. I wish I could tell you what we're looking for. Das ist der Ort, die letzte Schlacht meines großen Bruders. Der sucht die üppige Landschaft vor euch alle in alle Richtungen ab. Er presst seine Lippen zusammen. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, nach was wir suchen. Anything from that battle, I guess. Whatever 15 years of rain has him buried. You see my brother's ghost, you give me a holler, all right? Irgendein Überbleibsel der Schlacht, schätze ich. Was auch immer vor 15 Jahren Regen nicht beerdigt worden ist, er sieht dich an. Wenn du den Geist meines Bruders siehst, sagst du mir Bescheid, in Ordnung? Er zwinkert dir zu. Dieter Weberin. Läuft in 25 Stunden ab. Wirkungsdauer 2 Runden. Die bunten Kleider der Weberin Bonisetta aus Spirento sind im ganzen östlichen Abschnitt bekannt. Vor über einem Jahr befand sie sich auf einer Reise nach Trutzbucht, als ihr Schiff in einem heftigen Sturm vor der Perlküste sank. Wie durch ein Wunder überlebten viele der Passagiere. Obwohl Bonisettas Leiche niemals gefunden wurde, nahm man an, dass sie ertrunken war. Vor kurzem aber erkannte ein valianischer Kaufmann in Trutzbucht Bonisettas einzige Arbeit in einer ansonsten völlig unspektakulären Lieferung von Textilen. Er sprach mit anderen und erfuhr, dass mehrere Lieferungen an unterschiedliche Kaufleute dieselbe unverwechselbaren Muster enthielten. Nun glauben viele Händler, dass Bonisetta irgendwo gefangen gehalten wird und versucht, durch ihre Arbeit einen Hilferuf abzusetzen. Aber wie die Botschaft auch lauten mag, bisher konnte niemand sie entziffern oder in Erfahrung bringen, von wo sie kommt. Palegina, das klingt nach einer Aufgabe für dich. Vor dir steht ein Mann, dessen Gesicht grün und ockerfarben bespielt ist. Sein Körper wird von Tierhäuten und Fellen bedeckt. In einer Hand hält er ein Speer. What brings you here? Er flitscht seine Zähne und spitz die Au Er fletscht seine Zähne, die spitz zugefeilt sind. Zurück zu deinem Dorf, Estramor. Du hast Glück, dass die drei Stoßzahnstägier heute andere Beute jagen. Drei Stoßzahnstägier? Die drei Stoßzahnstägier sind vielleicht nicht die zäheste der fatalische Stamm, womit Varias hinter dir mit leiser Stimme, aber zweifellos der streitlustigste und unzivilisierteste. Sie zähmen Stelgiers und reiten auf ihn in die Schlacht. Was einem alles sagt, was man über ihre Raffinesse und selbst ihre Selbsterhaltungsinstinkte wissen muss. Sein fläschendes Grinsen wird breiter, haben die Bauern denn mittlerweile so viel Angst, dass sie nicht einmal wagen, unseren Namen auszusprechen. Wir sind die wildeste der 6 Stämme, der ihr Glanz hat. Und wir sind die Wächter dieses Monuments hier. Was weißt du über Kliaban-Rilak? Ein heiliger Ort, der erbaut. Weder deine noch unsere Füßen sollen seine Steine besohlen. Die Gräser aber, er grinst und hebt einen Speer hoch, werde ich nur zu gerne mit deinem Blut wässern. Ich habe noch nie von den Erbauern gehört. Mit seiner Zunge macht er ein verärgert klingendes Geräusch. Die heidnischen Zungen des Bauernvolks haben andere Namen für sie.
Sie sind die Vorderen, die diesen Ort und viele wie ihn gebaut haben. Und wir vor den sechs Stämmen bewachen ihr Vermächtnis. Ich suche nach einer Gruppe von Leuten, die die Ruine eventuell schon betreten haben. Wir auch. Er streicht mit einem Daumen über das glatte Holz des Speeres. Deshalb warten wir auch hier Estramor und deshalb habe ich auch beschlossen, dich in Frieden zu lassen. Was werdet ihr tun? Wir werden warten. Wenn sie da drin sind, müssen sie irgendwann herauskommen. Und wenn sie das tun, dann... Er streicht mit einem Daumen die Spitze seines Speers entlang und zeigt dir den Blutstropfen. Ich gehe dann, Bester. Und komm nicht nochmal vorbei. Also, wir machen einen Bogen um diesen Zugang. Not much here. Too recent. Aber ein Ring. Freiheit und Stichresistenz. Dann gehen wir mal auf die andere Flussseite. Ja, und eigentlich. Over here. I guess they cleaned up real good after the battle. This is embarrassing. Das ist. Hier drüben ist nichts. Nach der Schlacht haben sie wohl wirklich gut aufgeräumt. Das ist peinlich. I think I see. No. Never mind. Ich glaube, ich sehe. Nein, doch nicht. Metal in the ground. Over by that boat. Hey, da ist immer was Metallisches im Boden da drüben beim Boot. Can't guard that place forever. Ja, Plünderer. Plünderer und was Eingestürztes. These ruins are claimed, friend. On your way. Diese Ruinen sind beansprucht, mein Freund. Zieh besser weiter. No need to get riled, boys. We're just passing by. Jungs, kein Grund, sich aufzuregen. Wir sind nur auf der Durchreise. Look at his talisman, Pag. Eothasian. Pag, schau dir sein Amulett an. Er deutet auf wieder Eothasisch. How about that? A godless sack of shit. We got a blazing corpse worshipper on our hands. Na, was haben wir denn da? Einen gottlosen Sack Scheiße vor uns. Steht ein verdammter Leichenhuldiger. Actually, they never found the body. Eda ist außer sich vor Wut. Er öffnet seinen Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn dann aber wieder. Schnell weicht ein höfliches Lächeln seinem Stirnrunzeln. Den Körper haben sie tatsächlich niemals gefunden. Only reason for the legacy is because the Duke doesn't got the guts to see you all slaughtered. The gods want you dead. Me and Pag, though, we've done our part during the purges, didn't we, Pag? Der Duke hat nur wegen des Vermächtnisses nicht genügend Mumm in den Knochen, euch alle abzuschlachten. Abschlachten zu lassen. Die Götter wollen euren Tod. Er greift zu seinem Säbel. Ich und Peck aber haben während der Säubung unseren Teil beigetragen. Stimmt doch, Peck, oder? Seamstresses? Näherinnen? Make your cracks now. Got no god or homeland to avenge you. By Magrin, this'll be short work. Mach dich ruhig. Mach doch du ruhig noch deine Witze. Kein Gott oder Heimatland wird dich rächen. Bei Magra, mit dir mache ich kurz einen Prozess. Das hat mit den Göttern nichts zu tun, nur mit den Horans. Hörst du immer auf deinen Gott, wenn du die Arbeit des Teufels verrichtest? Sicherlich möchten die Götter doch Frieden zwischen uns. Das ist Ignoranz. Doesn't matter who it was for anyway. Country's better for the purges. Maybe we start a new purge right here. Spielt hier keine Rolle mehr, für wen sie waren. Das Land ist nach den Säuberungen besser dran als vorher. Vielleicht sollten wir gleich hier eine neue Säuberung beginnen. Er macht seine Waffe bereit. They were right. That was short work. Sie haben recht, sie haben einen kurzen Prozess gemacht. Wieder ein guter Säbel und ein außergewöhnlicher Brustharnisch. Rastvorräte, die wir nicht brauchen können.
I'd be glad to. Oh, eine gute Arbalest, die bringt aber allerdings auch nicht viel. So, jetzt würde ich aber sagen, bevor wir uns um Ideas-Sache hier kümmern, speichern wir erstmal wieder. Das ist jetzt Let's Play 021, speichern. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.